Um eine effiziente Kühlung der gesamten IT-Hardware sicherzustellen, setzt Hetzner Online auf ausgeklügelte, innovative Technik.16 redundant ausgelegte Klimaanlagen befördern pro Stunde rund 280.000 Kubikmeter Außenluft, um die Temperatur eines Rechenzentrums auf durchschnittlich 20 Grad Celsius zu halten. Bei zu niedrigen Außentemperaturen wird warme Abluft aus dem Rechenzentrum zugemischt. Steigt die Außentemperatur, so geht das System automatisch in den Mischbetrieb über und kühlt die Luft mittels Kompressionskälte ab. Die kalte Luft wird anschließend punktuell genau durch den überdurchschnittlich hohen Doppelboden an die Lufteinlässe der Server geleitet. Im gesamten System sorgen große Querschnitte für geringe Luftwiderstände und somit für hohe Effektivität. Die sogenannte Kaltgang-Einhausung sorgt dabei für eine Trennung und Lenkung der Strömungen von Kalt- und Warmluft. Die warme Luft in den Gängen kann durch das eigens entwickelte Pultdach günstig abgeführt und mittels einer Wärmepumpe unter anderem zur Beheizung von Büroräumen genutzt werden. Durch ständige Weiterentwicklung der einzelnen Systemkomponenten und Funktionen kann der Wirkungsgrad erhöht werden. Zahlreiche Sensoren überwachen permanent alle Funktionen des Klimasystems und geben bei Anomalien Hinweise an die webbasierte Gebäudeleittechnik weiter. Ein Team von Spezialisten kann so in kürzester Zeit und örtlich ungebunden reagieren. Der gesamte Hetzner Online Data Center Park kann durch dieses Konzept an mehr als 340 Tagen im Jahr ausschließlich mit Außenluft gekühlt werden.